begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar kommt heute mein Shop in mein Stash, Teil 6. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen anders gemacht. Ich habe jetzt meine Produkte, die ich aufbrauchen möchte, gekennzeichnet. Also ich habe jetzt in Shop My Stash noch Projekt Perl mit einbezogen. Und dieses Mal sind es 13 Produkte, die ich jetzt in den nächsten Monaten aufbrauchen möchte. Und ja, ich hoffe, dass es dir soweit gefällt. Und dann würde ich sagen, ich wünsche dir viel Spaß beim Video. So, wir fangen wie immer hier oben zuerst an. Da habe ich einige Produkte, die ich jetzt neu rausgekramt habe. Einmal MAC, so ein Fixierungsgel. Das werde ich jetzt auch noch aufbrauchen. Ich möchte noch in diesem Video noch Projekt Pan mit einbeziehen. Deshalb werde ich noch beim MAC einen Kleber aufkleben. So, ich habe hier jetzt einen Kleber aufgeklebt, das heißt jetzt für mich, dass ich dieses Produkt bis zum Schluss aufbrauchen muss. Dann möchte ich noch dieses Produkt hier aufbrauchen von Astor, das ist jetzt ein, ein Brautgel. Das möchte ich jetzt auch noch aufbrauchen, das ist jetzt so ein klares Gel. Da klebe ich auch noch einen Kleber auf. Ich hatte jetzt kein gescheites Kleber, deshalb kommt einfach jetzt irgendwelche Buchstaben jetzt hier drauf. Dann habe ich noch von Estée Lauder ein Augenbrauenstift. Und das möchte ich auch noch aufbrauchen. So, dann klebe ich einfach das drauf. Das sind diese drei Produkte. Das sind mal drei Produkte, die ich gerne in der nächsten Zeit aufbrauchen möchte. Dann kommen wir zum nächsten Fach. Da habe ich jetzt von Chanel einen Liquid Eyeliner. Das habe ich jetzt schon so lange, dass ich sie wirklich unbedingt aufbrauchen möchte. Deshalb kommt auch hier ein Kleber dran. Dann habe ich neu hervorgekramt MAC Kohl Power Eye Pencil in V-Line. Das war früher eins meiner Lieblingskajal gewesen. Aber da MAC nicht tierversuchsfrei ist, wird das jetzt auch aufgebraucht. Dann habe ich noch von Yves Saint Laurent Touche Eclat sein Concealer, was ich sehr gerne verwende und auch eigentlich gut ist, aber leider auch nicht tierversuchsfrei. Deshalb versuche es jetzt auch noch aufzubrauchen. So, dann habe ich jetzt schon mal insgesamt 6 Produkte, was ich aufbrauchen möchte. Dann kommen wir zu dem Lippenstift, das ist von NYX. Das ist mein alltäglicher Lippenstift. Wie du siehst, habe ich schon sehr oft benutzt. Das ist jetzt NYX, ist tierversuchsfrei und das möchte ich jetzt auch aber trotzdem aufbrauchen, weil ich noch so viele Lippenstifte habe, trotz dass ich ausgemistet habe. Dann haben wir hier von Manhattan Extreme Last Lip Liner. Manhattan ist, glaube ich, Manhattan selbst ist, glaube ich, tierversuchsfrei, aber Mutterkonzern nicht, da bin ich ja nicht sicher. Irgendwie spaltet sich da immer die Meinung. Das ist jetzt die Farbe 59Y. So ein Rosenholzton, was sehr gut für den Alltag ist. Das möchte ich noch. Dann mein Lippenbalsam habe ich erst gerade. Ich habe über den Lip Liner aufgetragen, sieht jetzt nicht so schön aus. Werde ich jetzt auch noch weiterhin verwenden. Dann kommt dieses Produkt auch noch in Projekt Pan, würde ich jetzt mal sagen. Wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dann kommen wir zu diesen Paletten. Die habe ich sehr gerne verwendet. Ist auch sehr gut pigmentiert und alles. Ja, das liebe ich. Werde jetzt aber auf die Seite tun, weil ich gerne andere Paletten noch meine Liebe schenken möchte. Dann kommt Primer Water von Smashbox auch zu dem Projekt Pan. So, das wird jetzt auch noch aufgebraucht. Dann habe ich dieses Fixierungsgel aufgebraucht. Ist nichts mehr drin. Dann haben wir hier einige Produkte, was ich aufgebraucht habe. Also
Zum einen mal mein Lieblingslipliner habe ich mir wieder nachgekauft von Catrice Underwood, irgend so etwas heißt es. Dann habe ich den Kohl Kajal von Urban Decay aufgebraucht, Oil Slick. Dann habe ich von Essence Make Me Brow aufgebraucht. Besitze ich schon sehr lange, fast ein Jahr. Und deshalb habe ich es jetzt endlich aufgebraucht. Werde ich mir definitiv aber auch wieder nachkaufen, sobald einige Augenbrauengels leer sind. Dann habe ich noch einen Augenbrauenstift von Terra Naturi aufgebraucht. War auch sehr gut. Kann ich mir vorstellen, es auch wieder nachzukaufen. Dann habe ich von Dior Skin Flash Concealer aufgebraucht. Das war diese hier mit dem Pinsel hier vorne. Fand ich jetzt nicht so gut. Ja, es hat sich leider in die Fältchen abgesetzt und so. Deshalb werde ich es mir nicht nachkaufen und sowieso nicht, weil es nicht tierversuchsfrei ist. Was tierversuchsfrei ist, ist Wet n Wild. Aber leider hält es bei mir unter der Wasserlinie auf der Wasserlinie überhaupt nicht. Deshalb werde ich sie weiter verschenken, weil mit solchen Kajal kann ich leider nichts anfangen. Vielleicht hält es bei meiner Schwester oder so besser als bei mir. Da habe ich von Bourjois Healthy Balance Puder. Schaut jetzt so aus, habe ich das Fähnchen erreicht, wie du sehen kannst. Werde ich auch noch aufbrauchen, da kommt auch noch ein Kleber drauf. Dann habe ich hier einen Highlighter von Estée Lauder 02 Bronze Shimmer. Habe ich auch sehr gerne verwendet, möchte ich aber auch wieder auf die Seite tun und etwas anderes verwenden. Dann habe ich noch diesen Blush hier von Catrice. Habe ich auch sehr gerne verwendet, sehr gut pigmentiert. Das ist jetzt die 010 Toffee Fairy. Weiß gar nicht, ob die Farbe überhaupt noch gibt, aber es ist halt ein schöner alltagsbräunlicher Ton, was sehr gut mit meiner Bronzer sich verschmolzen hat. Also sah wie, ich finde, es sieht toll aus. Werde aber auch austauschen. Dann habe ich noch diesen Highlighter. Ja, dieser Highlight ist wirklich extrem. Hoppala. Schimmert extrem, also ich finde es wirklich schön und alles. Hier kannst du es schön sehen. Es hat einen wunderschönen Glow und man braucht ewig, bis man es aufgebraucht hat. Deshalb möchte ich sie diesen Monat noch ein bisschen weiter verwenden. Dann habe ich noch den Bourjois Bronzer. Ja, diesen mit dem Schokoladenduft. Irgendwie verwende ich sie täglich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht weit. Deshalb will ich sie auch zu dem Projekt Pan mit dabei haben. Wie viele Produkte habe ich jetzt? Das behalte ich noch. Dann YSL habe ich dir letzten Monat nicht gezeigt. Habe ich jetzt einfach irgendwann mit rausgekramt und ich möchte es versuchen, jetzt auch noch aufzubrauchen, da ich dieses Produkt auch schon bestimmt 2 Jahre besitze oder so und jetzt ja, es gerne noch aufbrauchen möchte. Dann habe ich hier noch, ups, ja, da habe ich auch das Fändchen erreicht und fast aufgebraucht. Ich werde sie weiterhin verwenden, bis sie komplett leer ist. Und Material Girl werde ich auf die Seite tun, weil ich sie einfach so selten verwende. Und ja, dann habe ich noch Rival de Loup Young Eyeshadow Base. Das möchte ich jetzt auch noch aufbrauchen, weil es doch auch schon sehr lange bei mir herumliegt. Deshalb möchte ich versuchen, es auch noch aufzubrauchen. Und jetzt 13. Dann habe ich hier noch einen Mini-Rest drin. Habe ich dann auch aufgebraucht. Behalte ich auch noch. Dann habe ich das hervorkramen müssen, weil ich Pickel hatte. Benutze ich sehr gerne, wenn ich Pickel bekomme. Trocknet die Pickel schön aus. Deshalb wird das auch noch weiterhin verwendet. Dann zeige ich dir nochmals im Überblick, was ich jetzt alles wegtue. So, das sind mal diese 5 Produkte, was ich jetzt wieder zurücklegen werde. Diese 6 Produkte habe ich aufgebraucht und das eine, was ich verschenken werde.
So, dann würde ich mal sagen, wir suchen gemeinsam einen Blush raus. Ich weiß, ich habe sehr viele Blushes. Weiß nicht, ich habe das ja mal gehabt. Soll ich das nochmals nehmen? Jetzt kommt ja eher der Frühling. Dann so, das ist schon etwas, ein bisschen knalliges her. Ich glaube, ich nehme diesen Blush hier. Dann habe ich mir überlegt, einen zweiten Lippenstift herauszukramen. Nur welche? Ich glaube, ich werde mir noch diesen Lippenstift noch hervorkramen. Dann kommen wir zu Lidschattenpalette. Ich habe diese Palette schon lange nicht mehr verwendet und ja, wie du siehst, hat dieses Produkt schon eine rechte Kulle drin. Vielleicht kann ich das nochmals hervorholen. Und weiß nicht, irgendetwas, wo ich noch ein bisschen Farbe habe. Das war auch schön aus. Oder die Lavish Palette habe ich auch schon lange nicht mehr verwendet. Ich glaube, ich nehme die Lavish Palette. Dann brauchen wir eigentlich nichts mehr. So, ich habe hier noch den Brush Cleanser reingetan, damit ich sie auch noch aufbrauche. Dann werde ich meinen Lippenstift versorgen. Das ist jetzt die 1003 Little Red Riding Hood. Das ist jetzt so ein schönes, ja, dunkleres Rosenholzton, was auch für den Alltag ist, aber man sieht, dass es auch etwas auf den Lippen hat. Das werde ich auch noch verwenden. Dann habe ich hier noch diesen Trio Blush von Catrice. Werde ich jetzt auch benutzen. Und dann habe ich hier noch meine beiden Paletten. Das ist jetzt eher etwas für den Alltag. Und die sind hier, wenn ich mal etwas Besonderes vorhabe oder ein bisschen Lust auf Farbe habe. Oben, dann habe ich gemerkt, dass ich Highlighter vergessen habe. Diesen Monat als Highlighter, ich habe ja schon etwas Cremiges. Die sind mir zu intensiv. Ich glaube, das ist nicht. Ich glaube, ich nehme mal, ups, diesen hier von Reval de Loup. Den gebackenen. Gibt es die überhaupt noch? Die habe ich jetzt auch schon ewig lange. Die sollte gut sein. Die nehme ich dann noch die. Ja, das kommt dann auch noch hier rein. Und da mein Wet n Wild Lidschatten Crème Brûlée fast alle geht, habe ich mir jetzt noch ein neues hervorgeholt. Das kommt dann auch hier rein. Und dann war es das jetzt eigentlich auch schon. Ja, das war es jetzt von diesem Video. Ich weiß, ich habe mir sehr viel vorgenommen. 13 Produkte ist nicht gleich ohne, aber bei einigen Produkten habe ich ja das Pfändchen schon erreicht und bei anderen weiß ich, dass ich sie aufbrauchen werde. Und mein Ziel ist auch, meine Schminksammlung ein bisschen zu minimieren. Ja, ich denke, das werde ich sehr gut hinkriegen. Du hast gesehen, ich habe jetzt im letzten Monat 6 Produkte aufgebraucht. Und ja, wenn ich mir ein Ziel setze, denke ich, dass ich es sehr gut schaffen werde. Es in den nächsten, spätestens in einem halben Jahr habe ich die Produkte alle aufgebraucht, hoffe ich jetzt mal zumindest. Aber ich denke, das klappt sehr gut. Das Puder habe ich vielleicht in 2, 3 Monaten schon aufgebraucht. Und ja, einige Produkte muss ich jetzt einfach mal langsam aufbrauchen, weil sie auch ein Verfallsdatum haben. Ich weiß, einige Produkte in meiner Sammlung haben wahrscheinlich schon längst ein Verfallsdatum überschritten, aber da meine Haut nicht so darauf reagiert und die Produkte nicht schlimm
riechen oder so, denke ich, dass ich sie nur weiterhin verwenden kann. Und ja, deshalb kommt jetzt einfach Shopping My Stash und Projekt Pen einfach zur richtigen Zeit. Und deshalb habe ich mir jetzt das so mal vorgenommen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es dir soweit gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, bye. Dann habe ich in dieser Schublade noch mehr Lippenstifte. Ich fange hier vorne an. Und da habe ich jetzt einfach